So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir sind zurück mit Titanfall 2 und der letzten Map aus dem Postcards from the Frontier DLC, nämlich die Map Dry Dock. Die kam neu dazu und die ist jetzt auch Koop spielbar und boah, hat es lange gedauert, bis ich auf der Map irgendwie spielen konnte, denn ja, es gab zwar eine Playlist, wo die neuen Koop-Maps gespielt werden konnten, aber irgendwie hatte ich immer das Pech, dass andere Maps kamen als die Map, die ich gebraucht habe. Aber jetzt haben wir die Map bekommen und die Map gibt es ja schon ewig im Multiplayer und jetzt ist sie eben auch Koop verfügbar und ich spiele wieder mit irgendwelchen Random-Leuten natürlich und ich hoffe, ich habe ein gutes Team. Denn ja, ich habe die Map jetzt noch nicht gespielt in Koop und das ist Schwierigkeitsgrad normal. Und auf normal, wenn man kein gutes Team hat oder naja, Leute hat, die nicht wirklich zusammenarbeiten, dann kann das auf normal schon ziemlich heftig werden. Und ja, ich habe, wie gesagt, die Map finde ich im normalen Multiplayer, finde ich die richtig gut. Die macht wirklich super Spaß. Und jetzt gibt es die halt auch Koop und man hat jetzt wirklich richtig viele Maps Koop. Also die Abwechslung ist auf jeden Fall gegeben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Schwierigkeitsgrad auf der Map ist, denn es kann sein, dass man halt normal spielt oder eben, ja, je nachdem, welche Map man spielt, muss es aber trotzdem nicht heißen, dass es nicht schwerer oder weniger schwer ist, denn es gibt verschiedene Wellen eben immer auf verschiedenen Maps und die können dann schon ganz schön anspruchsvoll werden. Zum Beispiel auf der Map Wargames, da war es selbst auf einfach richtig, richtig heftig manchmal und das wurde ja jetzt ein bisschen angepasst beim letzten Patch und ein bisschen die Balance verbessert. Und hier auf der Map bin ich mal gespannt, wie es sich auf jeden Fall spielt. Denn auf der Map habe ich auf jeden Fall noch nicht gezockt. Und ja, der Ernter steht hier in der Mitte. Das heißt, man hat schon ein bisschen Deckung auf jeden Fall. Weil hier können die Gegner von links kommen, von da vorne. Und ja, also Deckung hat man auf jeden Fall genug. Nur es werden wahrscheinlich auch viele Atom-Titans kommen. Deswegen wird es nicht wirklich viel ausmachen, dass man jetzt hier Deckung hat. Denn da wird auf jeden Fall noch mehr... ja, werden auf jeden Fall Gegner kommen, die das dann trotzdem schwierig machen. Ja, ansonsten ist die Map auf jeden Fall cool aufgebaut, finde ich. Und auch für Titans super spielbar. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie es läuft. Und ich bin mal gespannt, was da so kommen wird. Jetzt kommen natürlich erstmal solche Soldaten, Frontsoldaten und so weiter. Die kann man natürlich leicht besiegen. Natürlich werden auch wieder Stalker kommen, da sind sie schon. Und ja, also der Anfang ist immer leicht, aber dann wird es ziemlich heftig später. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt auch passieren wird, denn es ist noch keine neue News draußen, ob ein neuer DLC kommt. Könnte auch sein, dass es nächste Woche dann eine News gibt dazu. Aber ja, bin mal gespannt, was als nächstes kommt, also welcher DLC als nächstes kommt und was sie noch alles bringen werden für Titanfall 2. Und wann eben der nächste angekündigt wird. Ihr werdet dann natürlich auf meinem Kanal alles dazu erfahren. Oh, hier habe ich auf meinen Verbündeten geschossen. Und hier auf Normal müssten eigentlich auch Reaper kommen. Die sind auch immer oft dabei. Die können auch ziemlich viel Schaden machen. Die schlimmsten sind eigentlich aber auch dann die Mercer Titans. Denn die schießen halt von Weitem auf den Ernter und die machen halt mehr Schaden als die anderen, denn die Mercer Titans machen das Schild weg und sobald das Schild weg ist, haben dann die anderen Titans, die dann in der Nähe sind, natürlich die Chance, das Schild oder halt die Energie des Ernters wegzuschießen und das kann ziemlich schnell gehen, wenn man nicht drauf achtet. Und wenn man natürlich mit Leuten spielt, wo man sich nicht so absprechen kann, ist das Ganze nicht so einfach, wer dann wohin geht und was wer macht. Oh, ich wusste gar nicht, dass die Elektrogranate die gut ausschaltet. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das ist natürlich nice. Und die machen ziemlich viel Schaden. Also selbst wenn ihr die Stalker ausschaltet, die machen wirklich verdammt viel Schaden, wenn sie dann am Boden sind, weil die nochmal explodieren. Also da muss man aufpassen, dass man die nicht erschießt und dann in der Nähe steht. Denn die können einen sofort töten damit. Aber die Runde ist eigentlich, ja, die erste Runde ist eigentlich ziemlich easy. Außer man spielt jetzt auf unmöglich oder so. Es gibt ja noch andere Schwierigkeitsgrade, wo es dann umso anspruchsvoller ist. Und ich bin auch gespannt, wo der Shop ist, wo man einkaufen kann. Denn der ist auch immer wieder woanders. Aber hier ist eigentlich ganz gut. Man hat hier immer verschiedene Gänge.
Hier rechts sind ein paar Gänge, hier unten links und so, und rechts sind welche. Also man kann sich eigentlich gut verstecken, falls man mal in Bedrängnis ist oder so. Ist auf der Map eigentlich sehr gut möglich, auch mal aus dem Gefecht rauszugehen und dann sich zu verstecken, wieder zu regenerieren. Was ich natürlich gerne mitnehme, ist, dass man sich heilt, wenn ich jetzt meine Fähigkeit verwende, dann heile ich mich schnell und kann schnell aus der Gefahrenzone gehen. Das ist ganz gut für den Koop-Modus. Man kann natürlich alles mögliche andere auch kombinieren, ne? Das kommt auf einen persönlich an, wie man das halt am liebsten zockt. Aber ich nehme das halt gerne mit, denn wenn es mal brenzlig ist, dann kann ich halt schnell mich heilen und aus der Gefahrenzone gehen. Das ist ganz gut. Und ich habe natürlich meinen Granatwerfer wieder dabei. Ups, da habe ich gegen meinen Verbündeten geschossen. Und der ist halt immer noch, finde ich, am besten. Man kann natürlich auch einen Raketenwerfer nehmen, der braucht zwar länger zum Nachladen, aber der macht halt dann auch mehr Schaden. So, unser Titan ist schon bereit, den kann man schon mal rufen. Und ja, ich bin mal gespannt, was so als nächstes kommt. Ah, da oben ist der Shop, okay, verstehe. Der ist oben links. Ja, der ist da, wo auch bei Kopfgeldjagd, genau, bei Kopfgeldjagd ist hier auch der Shop. Das ist ganz gut. So, gehen wir mal in den Titan. Ich rutsche erstmal auf dem Dach rum. Auch nicht schlecht. So, ich habe natürlich jetzt schon alle Upgrades für den Titan. Also ich habe den aufs höchste Level hochgelevelt und jetzt habe ich natürlich alle Upgrades und so. Das hilft einem dann natürlich in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden, denn da ist es dann schon hilfreich, wenn man die Upgrades hat, dass man länger den Laser anhaben kann und eben mehr Schuss hat und die Energie schneller regeneriert und so weiter. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich vielleicht zumindest im Koop-Modus ein paar andere Titans ausprobiere, dann kann ich sie zumindest mal ein bisschen spielen und trainieren. Denn das hilft einem dann halt, neue Titans kennenzulernen. Denn ich tue mir halt schwer, einen neuen Titan zu spielen, weil ich halt so an den Eiern gewöhnt bin. Aber man sollte das halt schon mal machen. Also ich muss das wirklich mal ausprobieren. Das ist immer lustig, wenn man mit Leuten spielt, die ja Randy sind und dann kann man solche Gesten machen wie Teabaggen und so. Und die machen dann meistens mit, das ist schon ganz cool. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ach nee, das stand schon da, ne? Habe ich jetzt verpasst. So, schauen wir mal. Es sind bestimmt ein paar Reaper dabei. Ja, das sind schon Stalker. Die sind auch ziemlich krass. Die gehen dann nämlich zum Ernter hin und dann lassen die sich explodieren. Die machen wirklich viel Schaden. Also wenn da mehrere Gruppen dort landen, dann kann schon mal das ganze Schild weg sein, auf jeden Fall. Und da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Da die Reaper sind natürlich auch gefährlich, weil die mit ihren Plasmagewehren draufballern. Und was mit einem natürlich gut ist, dass man die Energieentziehungswaffe hat und dann kann man die Gegner ziemlich schnell besiegen. Da hinten ist schon Mercer-Titan, wie ich schon erwähnt habe. Die sind auch richtig gefährlich. Jetzt macht er erstmal sein Schutzschild, weil er nicht sterben will. So, den haben wir gleich. Zack. Ja, und die muss man auf jeden Fall schnell ausschalten. Also da sollte man darauf achten, dass man die sich als erstes vornimmt. Denn die machen, wie gesagt, am meisten Schaden auf Schild. Und wenn das mal weg ist, dann kann das der Rest ganz schön schnell gehen. Ja, da schießt er schon drauf. Hier hat irgendwer eine Batterie fallen lassen. Keine Ahnung. Ich nehme sie jetzt mal mit. Und ja, da habe ich ein bisschen mehr Laser dazu bekommen. Da hinten ist schon wieder ein Ronin. Und der Mercer-Titan, der steht auch da hinten, schon der nächste. Ich hoffe natürlich, dass den jemand ausschaltet. Oh, da kommen schon die nächsten geflogen. Ist natürlich immer gut, dass man dann die Minen reinmacht. Denn, oh, das sind Ticks. Ah, die sind natürlich gefährlich. Ja, die Ticks, die nerven richtig. Das sind so, oh, die sind so nervig. Da sind sie schon wieder, ey. Die sind richtig schlimm. Die machen richtig viel Schaden auch. Seht ihr ja, ne? Wenn die explodieren, das zieht richtig viel Energie ab. Die sind echt nervig, ey. So, die haben wir auch schon mal weg. Da ist schon der nächste Ronin. Okay, der hat noch sein Schutzschild. Ja, auf höheren Schwierigkeitsgraden ziehen die Ronins auch richtig viel Energie ab. Und da wird es dann auch krasser, weil die Gegner oder die Titans natürlich auch ihre ganzen Fähigkeiten viel besser nutzen. Die nehmen viel mehr Schutzschilde und so weiter. Also auf höheren Schwierigkeitsgraden wird es umso krasser. Also da kann Ronin einen schon mal komplettes Schild weghauen, wenn man nicht aufpasst. Und ich glaube, unmöglich und schwer,
ist nur machbar, wenn man wirklich mit Leuten spielt, die sich halt absprechen. Also, ich habe das schon mal mit einem Kumpel, mit Randys gespielt und so, aber das war wirklich richtig, richtig schwer. Weil da muss man sich ja dann absprechen, wer in welche Richtung geht, wer in welche Stelle geht und wer halt sich wo irgendwie verbarrikadiert und dann die Wege, die Titans aufhält und so weiter. Und dann muss man sich natürlich dann auch absprechen, wer nimmt jetzt ein Schutzschild mit, wer nimmt eine Batterie mit und so weiter. Also das ist natürlich sehr wichtig und ja, das ist dann in höheren Schwierigkeitsgraden auf jeden Fall mit Randys eigentlich fast unmöglich. Also klar gibt es Situationen, wo man das vielleicht schaffen kann, aber ja, ich habe es noch nicht geschafft. Deswegen, wenn man Freunde hat, ist das viel leichter. Jetzt gebe ich dem mal eine Batterie. Denn das machen öfter auch die anderen Leute, dass sie einem Batterien geben und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das mache ich schon gerne, weil, ja, wenn jemand nicht so viel Energie hat und man hat noch ein bisschen Geld übrig, dann kann man schon mal eine Batterie an jemanden weitergeben. So ein Lasersystem ist auch schon bereit. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir das hinbekommen. So, zum, schauen wir mal, was jetzt kommt. Okay. Bin echt gespannt. So, das sind schon die nächsten. Ah, okay, jetzt kommen schon Scorches und so weiter. Drohnen habe ich jetzt noch keine gesehen. Drohnen sind auch heftig. Also wenn es, es gibt bei manche Maps, da sind richtig viele Drohnen und die sind auch krass. Denn die schießen dann auf den Ernter und machen richtig viel Schaden am Schild. Und da braucht man dann ganz viele Maschinengewehre, also solche Geschütze, die man aufstellen muss. Und bis jetzt gab es noch keine Drohnen, aber ich bin mir sicher, da kommen bestimmt noch welche. Und das wird dann auch richtig heftig auf jeden Fall. Da ist schon wieder ein Reaper. Den Laser kann man sich natürlich aufheben. Das Gute am Laser ist, zumindest beim einen, dass er ein Upgrade bekommt. Je mehr Gegner man tötet, umso länger bleibt der Laser aktiv. Also es kann dann schon mal sein, dass man 30 Sekunden lang den Laser hat oder länger. Und das ist dann richtig gut, um in brenzlichen Situationen viele Gegner auszuschalten. Das hilft dann wirklich. Und die Upgrades sind halt sehr, sehr hilfreich. Also wenn man die hat, dann macht es schon einen Unterschied. Man merkt auf jeden Fall, wenn man die Upgrades installiert hat, dass es einen großen Unterschied macht. Und man dann einfach viel mehr Chancen hat. Und vor allem seine Fähigkeiten eben schneller aufladen und natürlich länger aktiv bleiben. Ja, bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Also, bis jetzt läuft es ganz gut. Und das sollten wir eigentlich auch schaffen. So, da hinten ist schon Atom-Titan. Die sind natürlich die, ja, mit gefährlichsten. Denn wenn die zu nah an den Ernter kommen, dann machen die ihren Atomausstieg. Und das Gefährliche daran ist, einer ist noch nicht so schlimm, weil der macht nur das Schild weg. Aber dann zwei oder drei, die können dann schon eigentlich das komplette, den kompletten Ernter zerstören. Und auf die muss man wirklich aufpassen. Und die sind auch wirklich die, wo am meisten kommen. Sind hier schon wieder Stalker. Also das sind wirklich die, die wo meistens dabei sind. Aber ja, die sollte man auf jeden Fall schnell weghauen. Oh, da sind jetzt aber viele hier. Ronin und so ein Scorch war da. Ich sehe fast gar nichts mehr. Alter. Holy shit. Da geht's ordentlich ab. Ja, und unser Erdherr nimmt gerade richtig viel Schaden. Das sind halt sau viele und meine... Oh, jetzt ist einer gestorben von uns. Ja, jetzt mache ich mal meinen Laser an. Komm schon. Zumindest ein paar weg. Ey, den hat's nicht erwischt. Schnell aussteigen. Und... Juhu! Gott sei Dank habe ich das Loch erwischt. Ey, wenn ich das nicht erwischt wäre, wär ich gestorben. Ja, aber ich komme dann damit jetzt auch zum Ende vom Video. Denn ich schaff's nicht mehr ganz, die Runde mit aufzunehmen, aber ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ihr habt einen kleinen Einblick in die Map bekommen. Ich finde sie wirklich richtig cool und bin gespannt, was dann die letzten paar Runden noch kommt. Und wünsche euch natürlich weiterhin viel Spaß mit Titanfall 2 und den neuen Koop-Maps. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.